Der Reihe Atelierbesuche einen Beitrag über zeitgenössische Kunst in Würzburg. Die Künstler Herbert Mehler und Johann Nussbecher stellen sich und ihr Werk vor. Hoch über Würzburg die Festung Marienberg. Sie beherrscht die Stadt und ist schon ein Teil der Landschaft, die Würzburg umgibt. Man möchte gern verweilen in diesem Land rund um Würzburg, mit dem eilig dahinfließenden Main und den freundlichen alten Dörfern. Auf der Sonnenseite des vielfach gewundenen Flusses ziehen sich Rebenhügel hin. Hier gedeiht der berühmte Frankenwein. Oberhalb des Flusstals breiten sich Wiesen und Kornfelder aus. Von Würzburg mainabwärts in Triefenstein lebt und arbeitet ein weiterer Künstler, Johann Nussbecher. Hat Herbert Mehler in einem Stall ideale Räume für Arbeit und Ausstellung gefunden, so war auch Johann Nussbecher vom Glück begünstigt. Sein Atelier kann die weitläufigen Zimmer einer ehemaligen Schule nutzen. Was Kunst ist, darüber hat Nussbecher seine eigenen Ansichten. Das ist für mich ein Wort mit 5 Buchstaben. Also das ist heutzutage, weiß ja, will immer jeder wissen, was Kunst ist. Oder wird das so ein hochstilisierter Begriff und jeder steckt immer das rein, was er will. Das ist, ich kann das bald nicht mehr hören. Ich sage, ich bin ein Maler, ich bin Maler und Grafiker. Das ist für mich konkreter. Kunst von, jeder will halt Künstler sein. Jede Hausfrau, die am Pinsel schwingt oder von Michael Jackson bis zum Udo Jürgens, jeder will den Künstler rauskehren. Ich befasse mich jetzt 20 Jahre lang mit Malerei. Ich weiß noch nicht bis heute, ob ich ein Maler bin, geschweige denn ein Künstler. Also mir ist dieser Begriff äußerst suspekt. Nussbecher ist 1947 in Oberschlag bei Regensburg geboren. Studium an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Würzburg. Initiator und Organisator der Sommerakademie Triefenstein. Nussbechers Bilder sind aggressiv. Es sind zeitkritische Bilder voller Kraft und Wucht. Sie umfassen das ganze Spektrum menschlicher Gefühle. Sie leben aus der Eigendynamik von Farbe und Struktur, in dem besonderen Sinn, den der Künstler vorgibt. Nussbecher malt impulsiv. Er kämpft geradezu mit seinem Material gegen sein Material. Und dieser Kampf beginnt immer wieder von Neuem. Irgendwann kommt ein Punkt, wo ich merke, also jetzt kommt so langsam raus und dann, das ist so ganz so ein Kippakt. Ne? Das kann sein, dass ich zu langsam bin und schon ist wieder weg. Oder dass ich irgendwas verpatze. Anfange tue ich damit, dass ich den letzten Dreck, den ich im Atelier gemacht habe, aufräume. Und dann wird alles mal wieder sauber gemacht und dann wird wieder alles neu bezogen, kommt eine neue Folie rein, weil es sieht ja dann am Schluss der Arbeitsphase aus wie auf einer Baustelle und der Geruch ist fast ähnlich. Das kann man immer ertragen dann. Und ich brauche jetzt dann eine gewisse Reinheit des Raums wieder und dann mache ich alles sauber. Damit beginnt's. Und dann richte ich die Folie wieder rein, stelle die Farben wieder hin, baue den Papierbock auf und dann weiß ich eigentlich schon auch gar nicht weiter. Ne? Und dann gibt es die Fragen, ja, wie fängst du jetzt an mit dem breiten Pinsel, mit welcher Farbe? Es existiert auf jeden Fall keine Bildvorstellung, keine Skizze, kein Entwurf in dem Sinne. Es geht also sofort spontan los mit ein paar Flecken oder Farbspuren, die braucht man als Ausgangsbasis. Weil ja eine gewisse Hemmung ja da ist, ne? Wenn man einfach das große Blatt vor sich liegen oder das große, je nachdem, was der Bildträger ist, kann eine Leinwand sein oder Papier da hat und ist nichts drauf. Das ist wie in ein Loch springen. Das hat auch, erzeugt auch eine gewisse Angst, weil es kommt ja, das Material ist ja, es kostet ja alles was. Ne? Und wenn ich jetzt so mit dem Pinsel in die Ölfarbe reintauche und gleich 20 Mark am Pinsel dranhängen hat, dann ist jetzt der Druck da, das muss jetzt unbedingt was werden und dagegen muss man ankämpfen. Am besten ist, man kriegt das Material geschenkt. Zum Teil habe ich es ja auch geschenkt gekriegt. Dann flutscht es leichter. Ne? Dann hat man nicht diese Angst im Nacken und diesen Druck, es muss was werden. Es ist besser, wenn man, also mir geht's,
besser dabei, wenn ich die Einstellung habe, es wird vielleicht eh nichts und am Schluss machst du das, schmeißt es weg oder ist für den Papierkorb. Das ist eine offenere psychische Situation, als wenn dieser Druck da ist. Das muss ich jetzt ein Meisterwerk hören oder sowas. Wenn die erste Aktion gelaufen ist, dass also das Blatt Papier mit einigen Stellen bedeckt ist, dann versuche ich, eine gewisse Distanz herzustellen. Ich tritt eine gewisse Ruhe ein, schaue mir das dann mal ab an. Es ist praktisch dann immer so ein Pendel zwischen Aktionismus und rationaler Kontrolle. Es pendelt immer so hin und her, je nachdem. Und es geht also dann unter Umständen so stundenlang so. Ne? Es gibt aber manchmal ganz glückliche Zufälle, wo so ein Bild auf einem Satz fertig ist. Das passiert aber meistens oder fast nur zum Ende einer intensiven Arbeitsphase. Ne? Wenn ich also 4, 5 Wochen hintereinander gearbeitet habe, dann kann es sein, dass also die Bilder ganz leicht und frei und locker rausfließen. Das ist vielleicht nicht beim Schriftsteller so, der tagelang also mit Formulierungen ringt und dann plötzlich hat er 2, 3 tolle Sätze da. So ähnlich ist es auch. Es ist schwer abzuschätzen, wann ein Bild fertig ist. Denn es gibt eigentlich kein Kriterium oder jeder Maler hat andere Kriterien. Ich teste Bilder. Wenn ich denke, ja, das Bild das lässt jetzt mal eine Zeit lang stehen, stelle ich sie irgendwo hin, in einem Zimmer oder hier zum Beispiel die kleineren Küchentisch und ich sehe sie nachts, morgens auf nüchternen Magen. Und wenn ich das aushalte, dass es immer noch rüberkommt, dann bleibt es bestehen. Mit Inhalten tue ich mir schwer, ne? Weil unter Inhalt, es wird immer gleich so an einer Geschichte festgemacht oder an Gegenständlichkeiten. Ne? Für mich ist die Farbe der Gegenstand. Für mich ist die Farbe schon der Inhalt. Ne? Und ein Rot ist für mich was anderes als ein Blau. Oder es ist einfach was anderes, ob man jetzt einen Sensus dafür hat oder nicht. Ne? Nussbecher muss sich seine Bilder von der Seele malen. Es gibt bei ihm keine unkontrollierte Aktion. Er arbeitet ehrlich, spontan, getrieben und geführt von seiner Impulsivität und seinem Intellekt. Nussbechers Bilder sind Psychogramme eines Malers. Jedes Bild gerät ihm zum Balanceakt. Im Erdgeschoss des ehemaligen Schulhauses hat Nussbecher sein grafisches Atelier eingerichtet. Hier stehen seine Pressen für alle Arten der Druckgrafik. Zu seinem grafischen Schaffen, für Nussbecher auf die gleiche Stufe wie die Malerei zu setzen, sagt der Künstler: Er hat die Grafik oder die spezielle Druckgrafik, die fordert zumindest für mich stärker einfach ein Formempfinden. Da kommt es auf die Form an. In der Malerei ist es im Gegensatz dazu. Da bin ich an der Auflösung der Form zugunsten der Farbe interessiert. In der Grafik aber kommt man ohne Form praktisch nicht aus. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist einfach der, dass man sehen muss, dass die Radierung oder auch die Lithografie oder jede Grafik eigentlich ein ganz spezielles Medium ist. Es ist kein anderes zu ersetzen. Auch nicht durch Malerei oder Malerei. Es ist ja eine ganz andere Geschichte. Ein Schwarz in der Malerei kann ich ganz anders hinkriegen als in der Radierung. Allein schon durch den reliefartigen Charakter der gedruckten Papiere. Ich mag das auch, wenn man sich einmal blauen muss, wenn man so eine Platte so richtig, bis man so eine Platte in den Griff kriegt. Ne? Es entsteht unten in der Druckwerkstatt nicht unbedingt dasselbe wie oben, aber es beeinflusst sich gegenseitig. Ich sehe dann, wenn ich also die Malerei, von der Malerei zur Druckgrafik überwechsle, dass ich natürlich versucht bin, jetzt dort diese malerischen Zustände in die Radierung einfließen zu lassen. Was zum Teil auch geht, aber zum Teil auch nicht. Und dann komme ich wieder zu ganz anderen Ergebnissen und komme nach einem Vierteljahr Druckgrafik wieder ins Atelier und dann fließen diese mehr formbetonten Bilder wieder in die Malerei ein. Ne? Und so ist ein ständiger Beeinflussungsprozess schon da. Wer unvorbereitet erst Gemälde von Nussbecher sieht und dann grafische Werke von ihm, wie etwa Radierungen, der könnte glauben, dass er es mit zwei verschiedenen Künstlern zu tun hat. Der besondere Reiz der Nussbecherschen Radierungen erschließt sich erst beim Betrachten aus großer Nähe.
Dann erst kommen die fein ausgeführten Details zur vollen Wirkung. Manchmal überarbeitet Nussbecher auch eine bereits gedruckte Platte, schafft daraus ein neues Werk. Nussbecher bereitet einen Dreifarbendruck vor. Beim Dreifarbendruck braucht man für jede Farbe eine eigene Platte. Die Platten müssen haargenau aufeinander passen. Da gibt es natürlich auch die verschiedensten Methoden. Kann man sich entwickeln oder habe ich mir jetzt entwickelt. Und jetzt ist es einfach so, dass ich jede Platte separat für sich bearbeite, wobei ich schon bestimmte Farben im Hinterkopf habe. Und die werden dann beim Drucken einfach zusammengedruckt, also das Gelb über das Rot und das Schwarz über die beiden anderen drüber, und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht in meinem Sinne, dann geht die Arbeit von vorne los. Der Dreifarbendruck ist ein sehr komplizierter Vorgang, der nur gelingt, wenn mit höchster Präzision gearbeitet wird. So wie Nussbecher das kann und tut. Auf die Frage, wie er zu seinen Themen, zu seinen Motiven kommt, sagt Nussbecher: Ich kann es nur so an praktischen Beispielen sagen, wenn ich schaue abends anstelle von Fernsehen öfters zum Fenster raus. Das heißt, eigentlich jeden Abend ist mein Fernseher. Ne? Da schaue ich zum Fenster raus und dann sehe ich Mauerstrukturen, Farbschattierungen, Wolken, die vorbeiziehen, Gedanken, die mir gleichzeitig durchs Hirn gehen oder irgendwelche Erinnerungsfetzen auflösen, eine Katze schreit oder sowas. Ne? Das ist natürlich alles drin, ne? Aber jetzt nicht so dinghaft. Ne? Könnte sich Nussbecher ein Leben ohne Malen vorstellen? Ja, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich mich jetzt versteigen würde. Da gibt es jetzt auch den Satz, ohne Malen kann ich nicht leben. Ich kann sehr gut leben ohne Malen. Am liebsten würde ich überhaupt nichts malen. Ne? Das ist für mich sogar eine Hobbyisteneinstellung. Ne? Ohne Malen kann ich leben. Also ich würde am liebsten gar nichts tun. Ne? Das ist meine Lieblingsbeschäftigung, nichts tun. Warum malt Nussbecher dann trotzdem? Ja, weil mich irgendwas schon dazu drängt. Ne? Und einer, der besessen ist, ist von irgendwas besessen. Aber was besitzt ihn? Oder wer?
sondern bis